2020 soll das Jahr der Streamingdienste werden. Soweit die Prognose. Neben den großen Playern Netflix und Amazon strömen neue Anbieter auf den Markt. Darunter Megakonzerne wie Apple und Disney, aber auch kleinere Startups wie Quibi. Wie diese Konkurrenz die Branche verändern könnte und was das für die Zukunft des Fernsehens bedeutet, darüber sprechen wir jetzt mit unserem Silicon Valley-Korrespondenten Alexander Demling. Alexander, bald im Februar findet die 92. Oscar-Verleihung statt und darunter befinden sich auch Netflix-Produktionen. Kann man also sagen, Netflix ist in Hollywood angekommen oder hat Hollywood sogar schon überholt? Ja, das kann man absolut sagen. Netflix hat ja bei den Oscars die meisten Nominierungen von allen bekommen, also auch von allen etablierten Hollywood-Studios. Und das ist ein Riesenerfolg für Netflix, die ja vor ein paar Jahren mit ihren Eigenproduktionen noch nicht besonders ernst genommen wurden in Hollywood. Man muss aber auch sagen, Netflix hat das natürlich sehr forciert. Sie haben Produktionen wie The Irishman von dem ja sehr bekannten Regisseur Martin Scorsese eingekauft, sicherlich auch mit dem Ziel, bei den Oscars mitspielen zu können. Alexander, welche Summen werden denn eigentlich generell in den Markt gesteckt und was glaubst du, wer wird den Kampf der Streamingdienste am Ende gewinnen? Also das sind absolut gewaltige Summen, die sind in den letzten Jahren immer mehr geworden. 2019 121 Milliarden, was die großen Hollywood-Studios inklusive Netflix in Content investiert haben. Und das wird eher noch mehr werden, denn diese Streaming Wars zwischen den Studios, die gehen ja gerade erst los. Viele starten erst ihre Streaming-Services und um da Abonnenten bei der Stange zu halten, muss man eben immer weiteren tollen Content liefern. Wer das am Ende gewinnen wird, wahrscheinlich ein paar große. Also es kommt sehr auf die Konsumenten an, wie viele Streaming-Services die bereit sind zu bezahlen. Die meisten Leute haben Netflix, die meisten Leute haben Amazon Prime, schon wegen dem, weil sie dann kostenlos bestellen können. Und vielleicht haben sie dann noch Budget für irgendwie Disney Plus und einen weiteren. Aber viele, die jetzt starten, werden da auf der Strecke bleiben, glaube ich. Jetzt wächst ja nun nicht nur die Anzahl der Anbieter, sondern auch die technischen Innovationen, die dahinter stehen. Wir haben eben von Quibi, also kurz für Quick Bytes, gesprochen, ein neuer Anbieter auf dem Markt. Und kannst du uns da noch mal erklären, was der sich denn an technischen Innovationen vorgenommen hat oder welche USPs er gegenüber anderen Streaming-Anbietern hat? Bei Quibi finde ich ganz spannend, dass die sich zum ersten Mal überlegt haben, was bedeutet es eigentlich, Videos auf dem Smartphone zu schauen? Was wird dadurch eigentlich anders? Also Netflix zum Beispiel kann man auf dem Smartphone gucken, aber im Grunde wird ja das Smartphone behandelt wie ein kleiner Fernseher. Es ändert sich im Grunde nichts gegenüber dem Fernseher. Bei Quibi ist es zum Beispiel so, die haben eine Technologie namens Turnstyle, die bedeutet, dass man das Handy immer hochkant oder quer drehen kann und sieht ein völlig anderes Bild, also ein Bild, was an dieses Format angepasst ist. Zum Beispiel, wenn man eine Action-Serie hat, dann kann man, wenn es hochkant gedreht ist, kann man irgendwie eine sehr nahe Aufnahme vom Gesicht des Helden sehen. Und wenn man es quer dreht, dann sieht man ein Panorama und sieht vielleicht irgendwie ein paar mehr Explosionen im Hintergrund. Das fand ich, als das vergangene Woche auf der CES vorgestellt ist, eine ganz spannende Innovation, weil es eben zum ersten Mal dieses Format wirklich ernst nimmt, zum ersten Mal wirklich was daraus macht. Das hört sich alles sehr gut an und jetzt ist es ja auch so, dass Quibi im Grunde genommen eine Lücke schließen möchte. Also maximal 10-Minuten-Clips, die man dann im Wartezimmer oder in der U-Bahn schauen kann. Jetzt gibt es nur zwei Dinge, die sollte man berücksichtigen, nämlich auf der einen Seite das Datenvolumen und auf der anderen Seite der Netzempfang. Glaubst du, da könnte es zu Problemen kommen? Mit Sicherheit. In Deutschland wahrscheinlich noch mehr als woanders. Die wollen das halt lösen damit, dass man die Videos vorher speichert, so wie man es bei Netflix ja auch schon kann. Und sie setzen auch ein Stück weit auf 5G und auf Partnerschaften mit Telekom-Unternehmen. Also sie haben in den USA, tun sie sich mit T-Mobile zusammen und da wird dann Quibi quasi als Add-on verkauft und sicherlich auch irgendwie in den Datenplan integriert, dass man da die Probleme nicht so hat. Aber grundsätzlich, wenn man bei anderen Anbietern ist, besteht das Problem natürlich massiv.
Schauen wir noch mal auf den deutschen Markt. Und zwar einer Statistik zufolge sind die Hälfte aller Deutschen nicht bereit, mehr als 5 € für einen Streamingdienst auszugeben. Also glaubst du, dass viele dieser Anbieter, die jetzt auf den Markt kommen, damit überhaupt interessant und relevant sind für den deutschen Markt? Nee, ich glaube eher, dass dass die Umfrage eine ziemliche Segregierung des Marktes zeigt. Also es gibt noch genug Leute, die mit irgendwie Tagesschau und Tatort total zufrieden sind und die überhaupt keine Streaming-Services brauchen. Und die werden dafür sicherlich nicht adressierbar sein. Das sind, glaube ich, auch die, die sagen, sie würden fast nichts dafür ausgeben. Und die andere, gut, die Hälfte der Bevölkerung, die sagt halt schon, irgendwie Netflix ist interessant für mich oder andere. Und ich glaube, um die müssen die halt kämpfen. Aber das zeigt natürlich, dass die Streaming-Services kämpfen um eine vergleichsweise kleine Schicht. Und erst ich glaube, dass sich das auf Dauer ändern wird, dass Leute Streaming mehr akzeptieren werden. Aber jetzt in den nächsten Jahren, man kämpft um eine begrenzte Zuschauerschaft mit riesigen Budgets. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da in den nächsten Jahren, ehrlich gesagt, ein ziemliches Blutbad gibt unter den Studios. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Also man sagt, in 2020 entscheidet sich, wie der Streaming-Dienstmarkt aussehen wird. Könntest du jetzt eine Prognose wagen, wie 2040 Fernsehen geschaut wird oder ob wir überhaupt noch Fernsehen schauen? Das ist natürlich immer ziemlich schwierig, aber ich will mal versuchen, ein bisschen so drüber nachzudenken. Also ich glaube, dass sich Fernsehen sehr viel mehr Gedanken über das Gerät machen wird, auf dem es ausgespielt wird. Also so wie wir werden vielleicht gar nicht mehr in ein Smartphone gucken, wir werden vielleicht eine VR-Brille aufhaben, vielleicht werden das auch Avatare sein, die in unserem Wohnzimmer stehen. Und die Medien werden sich daran anpassen. Sprich, es wird wahrscheinlich sehr viel interaktiver werden. Wir werden sehr viel, es wird vielleicht, werden Filme und Videospiele werden ineinander übergehen, denn Interaktivität kennen wir ja seit jeher aus Computerspielen. Ich kann mir vorstellen, dass es in so eine Richtung geht. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es ein flacher Screen ist, auf den wir vom Sofa aus starren, weil da ist die Technik einfach weiter. Und wenn Quibi, ich habe keine Ahnung, ob dieses Unternehmen, ob es dann das dann noch geben wird, aber wenn das etwas gezeigt hat, dann, dass man sich, wenn man Content produziert, dass man sich dann über das Medium, auf dem er ausgespielt wird, Gedanken machen muss. Und ich glaube, dieser Gedanke wird nicht mehr weggehen. Also, du hast es gerade angesprochen, viele technische Innovationen sind erst noch in der Entwicklung. Und wann sie Realität werden, das wirst du für uns im Blick behalten. Das war Alexander Demling aus dem Silicon Valley für uns. Danke fürs Zuschauen.